Hallihallöche Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu im Part Nummer, keine Ahnung wieso. Part Nummer 28, glaube ich. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall sind wir im Rocky-Basis in der letzten Aufnahme hier stehen geblieben. Und da möchte ich heute auch ganz gerne weiter fortfahren mit, indem wir hier so ein bisschen die Trainer besiegen. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Liftöffner bzw. nach dem Tierschloss. Ich weiß halt nicht, was als erstes kommt. Was willst du denn hier? Ich glaube, das ist der Liftöffner tatsächlich. Das erste Item ist, was wir uns halt krallen müssen vor dem Rocket. Hallöchen, was hast du denn? Genau, wir haben uns ja noch ein bisschen umdekoriert, genau. Das war ja auch noch die große Sache. Also wir sehen jetzt ein bisschen mehr wie Rocket aus. Also ein bisschen sehr viel mehr wie Team Rocket. Und das gefällt mir doch ganz gut. Also ich habe da nichts gegen. Oh nein, Ultraschall, das macht nur 20 KP Schaden. Nein. 20 KP könnten tödlich sein. Ja gut, Brand ist schon mal nicht verkehrt. So, dann will ich doch mal... Könnte sein, dass ein Knirscher einfach reicht. Ich meine, das Fiese an Voltoball ist natürlich, dass seine Init verdammt hoch ist. Also, Voltoball und Elektroball haben einfach eine super, super starke Initiative-Werte. Was das Ganze immer ein bisschen blöd macht, gegen die zu kämpfen. Nicht gut, nicht gut, Mann. Ja, bitteschön, nicht? Mein Kollege. So, was haben wir denn da? Da haben wir Hippotrank. Ja, Mai, in meinem Medizintäschchen. So, und da haben wir... Hallo. Eindringling gesichtet. Noch eine Rocket Rüpelin. Die auch Rüpel heißt. Ich verstehe das bis heute nicht. Ich meine, die haben die Möglichkeit, jedem Trainer einen Namen zu geben. Und ich finde so Rüpel, Rüpelin... Ich glaube, das Wort Rüpelin gibt es. Glaube ich. Also wenn ich da jetzt komplett falsch liege, klärt mich auf. Klärt mich auf. Ja, ich glaube, es gibt es. Ich glaube. So, genau. Den Gifttyp, den möchte ich haben. Der wird ganz praktisch sein bei unserem... Oh Mann, Vulkane, tut mir leid. Bei unserem... Nidoking später, also unserem Nidorino. Da wird das sehr praktisch sein, deswegen möchte ich das ein bisschen leveln. Bis ich das Ganze halt dann hab. Genau. Bis ich Wechsel 40, glaube ich, war das. Das weiß ich gerade nicht mehr. Das werden wir aber dann ganz gediegen in der Aufnahme haben. Rettern wurde voll krass fertig gemacht. Dankeschön. Und ein Arbok. Okay, dann kann ich einfach mal weiterkämpfen. Mein Arbok ist nicht so das Problem. Ich meine, wir haben ja Kadabra. Kadabra wird hier den Ziehstrahl machen und voll dieses Abra wegbashen. Oh, es hat überlebt. Oh nein, Dunkelnebel. Das ist natürlich ein bisschen... Moment, das ist... Ja, stimmt. Das war ja keine Angriffsattacke. Das war ja nur eine ganz gewöhnliche. So, manchmal hier Nachtnebel. Das sollte durchaus reichen. Ich finde immer, dass ich so ein bisschen aus wie die Organisation aus Kingdom Hearts, wenn die aufploppt. Die macht das ja ganz ähnlich. Oh Mann, keine Chance! Gut, dann haben wir hier nochmal... Fünfmal Superbälle. Jo, warum nicht? Und damit haben wir ein bisschen Fangtasche und können uns hier noch ein bisschen umgucken. Was uns denn hier noch so erwartet? So, da... Ja, da komme ich gar nicht... Und in der richtigen Stelle scheint hier sich hier gar nichts zu bewegen oder zu tun. Genau, das waren halt diese Liftöffner, die wir brauchen. Die wir schlicht und einfach brauchen, sonst kommen wir nicht weiter. Das ist einfach so. Ich lege mein Handy mal kurz hier hin, weil es ist gerade ungünstig nach unten gefallen. Vor dem Part auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir hier oben natürlich noch die Möglichkeit, uns ein bisschen durch die Gegend zu drehen. War das hier? Nö. Hm, wo war es denn nun mal? Egal, wir gehen jetzt einfach, ich glaube, wieder runter, oder? Jo, jo. Obwohl, nee, das war, glaube ich, ein tiefer, oder? War das ein tiefer? Ah, ich weiß es gerade nicht. Ich bin mir nicht sicher. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Rüpel. Hallo. Sie haben unser kleiner Eindringling. Unsere Leute oben haben schon gemeldet, dass du bald hier reinsteigen würdest. Das war eine Frau. Ich weiß, ich habe sie sehr maskulin gesprochen. Das war mir durchaus bewusst gerade. Hallo, Rocket Rüpel. Du hast einen Golbert. Okay. Okay.
Ja, ich hab Vulkano noch nicht geheilt, nicht? Nicht gut. Jetzt könnte natürlich durchaus sein, dass Golbat. Nee, Golbat ist schon mal nicht schneller. Hätte ich jetzt zumindest mit gerechnet. Oh, Kung Fu Stahl. Wirklich jetzt? Das tust du mir an, mein Golbat. Wolbat. Ja, genau, Wolbat. Wolbat, das neue Pokémon aus der 8. Generation. Da bin ich sowieso mal gespannt, ob es da nochmal irgendwann mal sowas wie eine Fledermaus gibt, weil ich meine, wir hatten schon 3. Also ich zähle mal also dieses Pokémon aus der 6. Generation, EFFM, glaube ich. Deutlich dazu. Ich meine, das passiert auch nur eine Fledermaus. Also könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, das ist eine Fledermaus. Und dann haben wir ja noch Flicknoll aus der 5. Gen und halt Zubat. Ganz klassisch Zubat. Genau, also wir haben da ja ein paar Fledermäuse bisher schon gehabt. Also ich denke nicht, dass da groß noch was kommt. Obwohl die Normal-Pokémon und die Vogel-Pokémon kommen ja auch irgendwie immer wieder. Also, mal gucken. Wir sehen's. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Schild und Schwert. Und ich werde wahrscheinlich, wenn ich bis dahin noch YouTube mache, werde ich das Ganze natürlich auch Let's Playen. Also im Moment ist es ja noch ein bisschen in der Schwebe, wie es dann weitergeht auf YouTube. Mit Artikel 13 kommt ja bald. Oder kommt hoffentlich nicht, eher gesagt. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen die Abstimmung. Die kommt, die ist ja erst nächsten Monat irgendwann. Die wurde ja jetzt weiter weg verschoben, beziehungsweise wurde wieder weiter weggeschoben. Die war ja kurz vorher, vor dem, hey, wir sind kurz davor zu planen. Ja, kam dann aber zum Glück anders. Genau, ich bin aber nicht so krass in dem Thema drin. Ich krieg's nur so halt auch schon mit, aber es ist halt, weiß ich nicht. Also ich bin natürlich dagegen. Definitiv. So, ein Sonnenbonbon. So, ich meine, selbst wenn ich nicht YouTube machen würde, ich glaube, selbst dann wäre ich dagegen, weil es ist halt großes Hobby. Für mich ja auch. Für mich ist ja YouTube ein ganz, ganz großes Hobby. Und es macht mir auch mega Spaß. Also gerade die frischen neuen Projekte, wie gerade halt Pokémon und eigentlich ist Pokémon nur gerade momentan ein neues Projekt. The Legend of Zelda ist natürlich auch gigantisch groß und für mich auch nochmal eine Erfahrung, das Ganze zu 100% durchzuspielen. Ist aber besser, finde ich, wenn ich dem auch nicht in den Weg stellen würde. Also für mich ist YouTube ein sehr, sehr spaßiges Hobby und das möchte ich auch noch ganz, ganz lange, also so lange, wie es halt mir irgendwie möglich ist. Ich wollte eigentlich auch demnächst endlich mal ein bisschen was anderes machen. Bisher haben wir ja bisher hauptsächlich Streams und meine Let's Play Projekte. Und da hatte ich ja ein bisschen, zwischenzeitlich habe ich ja noch meine Let's Retros gehabt, die habe ich ja momentan, also ich glaube nicht, dass die jemals wiederkommen werden, weil mir im Moment einfach mir fehlen irgendwann einfach die Spiele. Ich könnte mir einen Let's Test vorstellen, ganz stumpf. Also ich weiß nicht, ob der Let's Play Markus euch was sagt, der YouTuber. Den habe ich damals, als ich noch relativ aktiv YouTube geguckt habe, also auch Let's Plays. Ihr müsst wissen, Let's Plays gucke ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Ich gucke halt sehr viel Lifestyle und halt Unterhaltung, Comedy auf YouTube. Das ist, was mir halt Spaß macht. Da komme ich halt abends nach Hause und gucke mir so ein paar Dinge an. Also das Einzige, was ich so Let's Plays technisch noch gucke, ist meistens halt welche, wenn man mir mal halt sagt, okay, guck mal rein, mache ich das auch und halt meine, wie die nennen es mal, Clique. Also es betrifft halt Akano, Masa und noch ein paar andere, kleinere. So, Bento gucke ich relativ gerne die Streams momentan, wenn dann halt mal was kommt, was mich halt gerade interessiert in dem Moment. So, das Let's Go kann ich bei ihm halt nicht gucken, weil ich gerade parallel selber Let's Player. Ärgerlich, aber ich gucke den auch sehr gerne. Also, sehr sympathischer Beat. Aber Masa und Akka nur genauso. Also wenn ihr mal Bock habt auf ein bisschen Let's Plays außerhalb von mir, dann guckt mal bei denen vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. Oh, ich bin am Boden. Ja, und ja, ich habe halt sehr viel mal Gronkh geguckt, aber das hat sich auch sehr stark nach hinten verzogen. Vor allem, weil er auch keine Projekte mehr hat, die ich irgendwie momentan feiere. Für mich muss ich das halt wirklich, Bock auf das Projekt haben, damit ich das gucke. Und das ist halt, das ist aber, wenn ich Let's Play genauso. Also wenn ich halt so wirklich keinen Bock habe auf ein Projekt, das merkt ihr bei mir eigentlich, vorhin Last Levels und Mother. Die Projekte kommen ja schon seit langem nicht mehr richtig. Na gut, Mario habe ich jetzt fast beendet, das werde ich auch hoffentlich bald mal schaffen.
Und Mother ja irgendwie gar nicht mehr. Also, ja, wenn ich keinen Bock auf ein Spiel habe, dann let's play ich das auch gewöhnlich nicht so wirklich. Ja, ich versuche aber im Moment immer regelmäßig abzuladen. So, ich möchte hier mal endlich den Schlüssel haben, bitte. Ah, du kannst den Aufzug nicht benutzen? So ein Pech aber auch. Tut mir leid, dir das Messer zu müssen, aber den Aufzugsschlüssel habe ich. Und ich bin unbesiegbar. Ich glaube nicht. Ich meine, ich habe eine geballte Kraft an Pokémon bei mir. Ich glaube nicht, dass du dagegen eine Chance hast. Auch nur im Ansatz. Hallo, Slimer. Na? Oh, das ist... Slimer ist relativ groß. Na gut, Vulkan ist auch nicht viel kleiner. Kriege ich das hin, das Ding zu besiegen? Oder muss ich einfach meinen treuen Freund... Ja gut, das ist... Der Schaden ist in Ordnung und Herner bringt dir da gar nichts, mein Gutes. Gut, das heißt, eigentlich sollte ich das schaffen, den Vulcano. Der ist auch bald Level 30, ja, dass man langsam mal die 30er-Grenze erreicht, das ist was sehr Schönes. So, wunderbar. Hey, Slimer wurde besiegt. Das ist doch eine Sache für sich. Die ist doch großartig. Oh nein! Ja, ey! So. Ja, mein schöner Aufschluss, ich darf ihn nicht verlieren. Ja, du denkst, du hast gewonnen? Falsch gedacht. Jetzt kommt mein Plan B. Oh nein, er haut damit ab. Oh nein. Oh. Und tap. Ah. Okay. Und diese Schlüssel kommst du nie bis zum Zimmer des Bosses. Hol ihn dir doch, wenn du kannst. Der Schlüssel liegt zu weit oben. Du kommst nicht ran. Pikachu? Ja, gut. Das habe ich mir fast gedacht, dass Pikachu jetzt irgendwas kommt. Vielleicht schafft es ja Pikachu irgendwann nach oben zu kommen. Ja, ich glaube, hier müssen wir den irgendwo hochschicken, wa? Wo denn? Der kann auch da irgendwo hochspringen wahrscheinlich, oder? Oder? Achso, ich muss wahrscheinlich schütteln, wa? Pikachu? Du scheinst, Pikachu, auf irgendwas richtig stolz zu sein. Kann ich spielen? Na, Pikachu, mach mal. Mach mal bitte. Oder wo muss ich hoch? Wo muss ich dich denn hochlassen, Mann? Hier? Ich bin ein bisschen überfragt gerade. Ach, Moment, da ist ein Lüftungsschacht. Suche die Umgebung ab. Vielleicht gibt es ja irgendwo etwas, wo man aufsteigen kann. Da? Dieser Kanal ist viel zu schwer zu tragen. Du wirst einen Blick in den Abfalleimer. Er ist leer. Oh Mann. Auf diesen Schuh könntest du dich stellen. Ist aber zu unsicher. Ah. Boah, so eine kleine Rätsel. Und hopp. Pika Pikachu. So, dann wollen wir doch mal. Das ist mein kleiner Freund. Er gattert mit Hilfe seines Partners den Schlüssel, den der Rüppel weggeworfen hat. Darf ich jetzt Pikachu steuern? Oh ja! Oh, ist das cool. Okay, das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Pika! Das ist tatsächlich recht cool. Die Idee ist ganz nett. Das kann man ja schon so sagen. Okay, da darf ich selber nicht rüber. Aber das ist schon niedlich. Schnappt sich den Aufzugsschlüssel. Sag mal, hast du das eben auch gehört? Ja, das war ein merkwürdiges Geräusch. Hat sich hier jemand irgendjemand eingeschlichen? Pika. Falscher Alarm. Das war wohl doch nur Mausis Magen. Ja, kannst du wieder so einen Schrecken rein? Okay. Kann ich da runter? Ja, ich kann wieder runterspringen. Yay! Gut. Pikachu kehrt zu dir zurück. Und du hast den Aufzugsschlüssel erhalten. Danke, Pikachu. Komm, dafür hast du dir ein bisschen lecker. Dafür hast du hier kommen. Ein bisschen streicheln. Mein süßes Pikachu. Pikachu. Und du kriegst nochmal irgendwas von mir hier. Keine Ahnung. Hier, dich habe ich zu oft. Achso, ich muss das halten. Hier, nimm. Ah, mein guter Freund. Ja, gut. Damit hat Pikachu seinen Lob gekriegt und wir können weitermachen. Yay. Gut.
Da freut mich natürlich, dass wir jetzt weiterspielen können. Und das sollte eigentlich relativ easy, locker easy sein. Gut, dann heißt das für uns, wir gehen ja mal nach oben, nach da. Und Moment, dann wollte ich gar nicht hin. Ich will nach oben, genau. Ich will einfach nach oben. Ich weiß gar nicht, schaffen wir es in diesem Part sogar noch? Ich glaube, so viel kommt da gar nicht mehr. Mal schauen. Vielleicht schaffen wir es ja. Also zu Giovanni und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Ah, das Ding hat man so oft gemacht, das Kind. Und jetzt so blub, blub, blub. Genau, hier lang. Dann nach unten. Und dann sind wir ja schon da. Yeah. Okay. Gut, Aufzugsschlüssel können wir benutzen und dann können wir mal rein da und das ist wunderbar und erst, ja, erst ist okay. Böp, böp. Da brauchen wir den Key. Ja, habe ich mir gedacht. Sieh mal einen an, hat sich das kleine Kind etwa verlaufen? Okay, es ist auf der anderen Seite, wo wir letztes Mal nicht rein kamen. Das ist okay. Team Rocket möchte dich im Team finden. Das ist mit einem Zubat, okay. Hallo Zubat. Lange nicht gesehen, mein Freund. Lange nicht gefeiert. So, dann wollen wir noch mal. Was hat Pikachu denn schon wieder? Pikachu hat gerade irgendwie geschüttelt. Na, reicht das Brand? Reicht der Brand gleich? Ich weiß es nicht. Ja, sehr gut. Zubat wurde voll krass down gemacht. Und dann haben wir als nächstes einen Nebulak. Ja, gut. Das, dann mach ich mal mit einem Knirscher, denke ich mal. Was hat Pikachu denn? What the f... What the fuck? Boah, das ist ja... Das ist ja heftig. Na gut, Leute, das war... ja, wieso sagt man das... Ja, es ist... Ja, ich hoffe, dass der Knirsch reicht. Ja, doch. Sehr gut. Wunderbar, Vulcano. Dankeschön. Hast gut gemacht. Hast sehr gut gemacht. So, warum? Darum. Oh, nett. Hoppla, während des Kampfes muss ich irgendwie die Tür geöffnet haben. So ein Ärger auch. Gut, dann kann ich da ja heilen. Wunderbar. Ich will eigentlich gleich zurück. Ach komm, Leute, will man das so? Ich mache jetzt den Part, der Part ist damit beendet und wir machen im nächsten Part einfach weiter. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Genau, wenn wir hier oben halt durchgehen, dann kommen wir halt wieder am Eingang raus. Genau, und wieder zurück dann halt zu Giovanni so langsam. Obwohl. Ach komm, wir machen die Rocket-Basis heute zu Ende. Da habe ich jetzt halt. Nee, da kommt gleich noch Team Rocket und das möchte ich noch nicht. Nee, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Bis zum nächsten Part und bis dann. Bye, bye.